Drei Ministerien stehen also jetzt richtig unter Druck, weil sie die Klimaziele krachend verfehlt haben. Bundeswirtschafts- und Bauministerium gehen heute gemeinsam vor die Kameras. Der dritte, Verkehrsminister Wissing, aber mag sich offenbar nicht anschließen, macht einen Alleingang und verkündet, wie er CO2 einsparen möchte. Den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Pkw und Nutzfahrzeuge konsequent vorantreiben. Zu dem Programm gehört auch eine Ausbau- und Qualitätsoffensive im ÖPNV. Sie wissen, das liegt mir besonders am Herzen. Doch ob mehr Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oder der Ausbau des ÖPNV, das reiche alles nicht, kritisiert Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Es fehle etwas Entscheidendes, das sofort CO2 einsparen würde. Was wir brauchen, ist ein Tempolimit, ein temporäres Tempolimit, was man zunächst mal für 2 Jahre einführt. 100 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße und 30 in der Stadt. Da ist sie also wieder, die Diskussion ums Tempolimit. Wäre es denn okay? 30 Innenstadt, 80 Landstraße, 100 Autobahn. Oh, das ist heftig. Auf Autobahn 130 zu fahren, ist jetzt nicht so mein... Nee, nicht 130, 100. Nee, 100, ja, ist ja noch schlimmer. Alles, was hilft, tut doch gut. Prinzipiell halte ich das für richtig. Wenn es laut den Wissenschaften besser ist in der Klima, für die Klima, das Klima ist, glaube ich, besser so. Die Wissenschaft sagt sehr eindeutig, zum Beispiel das Umweltbundesamt mit sehr plausiblen Zahlen, das Tempolimit bringt Klimaschutz sofort und in nennenswerter Größe. Mit einem Tempolimit, Tempo 100 auf Autobahnen, kann man ungefähr 5 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr einsparen. Es wirkt also, doch mit dem FDP-Minister werde es definitiv kein Tempolimit geben, sagt WDR-Hauptstadtkorrespondent Tobias Reckmann, da die Partei unter Druck stehe. Wir erleben keine FDP, die kompromissbereit ist, sondern eine, die wirklich erstmal für sich selbst kämpft und für ihre Wählerschaft. Und das Tempolimit widerspricht eben komplett liberalen Kernvorstellungen. Also wenn die FDP das mittragen würde, dann könnte sie sich im Grunde gleich einsagen lassen. Kein Tempolimit, aber es kommt ein Verbot von Gasheizungen. Wir müssen natürlich auch anders heizen als nur mit Erdgas. 65% erneuerbare Wärme für jede neue Heizung ab dem Jahr 2024. Erstmal muss man sagen, dass diese Bundesregierung aktuell den Einbau von neuen Gasheizungen noch fördert. Das wäre die allererste Maßnahme, zu sagen, diese Förderung muss gestrichen werden. Dass ab 2024 dann ein faktisches Verbot von Gas- und Ölheizungen kommt, ist lange überfällig. Klare Forderung, auch im Gebäudesektor müsse noch mehr für den Klimaschutz getan werden. Doch immerhin agieren das SPD-geführte Bundesbauministerium und das grüne Wirtschaftsministerium gemeinsam. Lediglich der kleine Koalitionspartner FDP zieht gerade offenbar lieber alleine los. Es gibt also Probleme bei der Einhaltung der Klimaziele und vielleicht auch in der Ampelregierung.